Ja, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Mein Name ist Lothar Lehner. Ich bin Leiter des Kreisverbands in Göppingen, selbstständiger Repräsentant des Verbandes in der Region Stuttgart und begrüße heute zum Gespräch Sabine Dovidat, Geschäftsführerin und Inhaberin der Friedrich Lutz GmbH im Landkreis Göppingen mit dem Schwerpunkt Gebäudereinigung, Hygiene und allem, was in diesen Themenkreis hineingehört. Natürlich in Zeiten von Corona auch sehr stark betont das Thema Desinfektion. Zunächst mal guten Tag, liebe Frau Dovidat, liebe Sabine. Wir kennen uns schon etwas länger. Ich begrüße dich ganz herzlich und möchte gleich mal fragen, was sind denn aktuell bei Friedrich Lutz die Themen, die ihr so bewegt, auch innerhalb des Alltagsgeschäftes mit euren Kunden? Also im Moment ist es einfach so, dass wir verstärkte Reinigungsaufkommen haben. Natürlich auch gucken, dass es mit der Hygiene eingehalten wird. Wir als Arbeitgeber sind einmal unsere Kunden und unsere Mitarbeiter verpflichtet. Und wir schauen da natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter möglichst gut geschützt sind. Das heißt, wir klären über Desinfektion auf. Wir haben Schutzmaßnahmen wie Masken im Zuge der Maskenpflicht jetzt natürlich ganz interessant. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der POM-Werbeagentur zusammen, haben Masken, die personifiziert werden können, beziehungsweise mit Schild etc. Das sind so hauptsächlich diese Dinge, die wir jetzt sehr verstärkt machen und unsere Mitarbeiter auch unterweisen und das auch unseren Kunden anbieten. Beratet ihr auch Kunden in Sachen Hygiene, Desinfektionsschutz, Umgang mit Kunden, mit Geschäftspartnern, die das Firmengebäude betreten? Also ist es möglich, dass man bei euch da auch anfragt? Das ist durchaus möglich. Wir haben schon erste Informationen auf unserer Website stehen. Und zum anderen, wir haben viele Kunden, die dann auch anrufen, die wir dann beraten, die dann die Idee haben, der Reinigungsrhythmus runterzufahren, wofür wir nicht wirklich sind. Reinigung ist jetzt im Moment das A und O, auch mit weniger Personen, aber einfach, dass die Stellen, wo die viel mit Handkontakt etc. zu tun haben, dass da einfach mehr danach geguckt wird und gereinigt wird als vorher. Und bei uns kann jeder anrufen und sich gerne beraten lassen über Reinigung, über richtige Desinfektion oder auch über Schutzmaßnahmen oder persönliche Maßnahmen. Wunderbar. Meine Damen und Herren, die E-Mail-Adresse und auch, wenn es genehmigt und gestattet ist, die Internetadresse natürlich von Friedrich Lutz werde ich diesem Film beistellen in den Anmerkungen, sodass man auch den direkten Kontakt suchen kann. Ja, habe ich irgendein Thema jetzt in aller Kürze der Zeit ausgelassen, das vielleicht noch bestimmte Dringlichkeit hätte? Ansonsten würde ich auch schon wieder leise Tschüss sagen und mich bedanken. Aber vielleicht noch mal kurz die Frage: Haben wir noch irgendein Thema, das jetzt vielleicht noch ganz wichtig wäre, auf das man hinweisen könnte? Ein Thema, das mir im Prinzip noch ganz wichtig ist und wo wir auch verstärkt drauf gucken, ist einfach die Luft- und Raumreinigung. Wir haben da ein System dafür und darüber kann man sich gern bei uns auch informieren, beziehungsweise auf unserer Internetseite, beziehungsweise gern auch in einem nächsten Interview. Ja, wunderbar. Liebe Sabine Dovidat, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Habe mich sehr gefreut über dieses nette und kurze und doch sehr informative Gespräch. Einen guten Tag wünsche ich nach Uingen. Danke ebenso. Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, Lothar.